Herzlich willkommen zurück in Let's Play Alpha Protocol. Wir müssen darüber und diesen Funksatelliten, Empfänger, Schüssel, was auch immer, ausschalten oder den Turm. Eins von beiden. Also, wir müssen auf alle Fälle darüber. Und möglichst ungesehen. Gut, dass wir zumindest mal Geld ausgegeben haben dafür, dass da ein Ablenkungsmanöver stattfindet, sodass nur noch die B-Truppen hier sind. Okay, da. So, und auch hier runter. Wir warten, nicht, dass der uns zufällig sieht. Okay, und runter. Und es ist immer ratsam, von einer höheren Position aus anzugreifen. Und hoffen, dass der uns jetzt hier nicht sieht. Nein, gut. Hoffentlich kommt er nah genug, dass wir den ausknocken können. So. Und den hier auch noch. Wir machen hier keine Gefangenen heute. Okay, runterspringen tue ich jetzt lieber mal nirgends. Das könnte nämlich auffallend sein. Okay, aber vielleicht können wir den mit dem Drahtseil ausknocken. Ich kann mir vorstellen, dass der hier irgendwo unter dem Drahtseil langläuft. Oder auch nicht. Dann läuft er halt nicht unter dem Drahtseil lang. Doch, jetzt läuft er unter dem Drahtseil lang. Ah, nee, doch nicht. Also wir hätten es sowieso nicht geschafft, den komplett unter dem Drahtseil zu erwischen. Aber kein Problem, wir erwischen ihn so. Und weiter geht's. Also ihr seht, wenn wir versuchen auszunocken, das dauert ein bisschen länger, als wenn wir einfach nur brutal töten. Aber manchmal darf man das eben nicht. Ey, der hätte jetzt eigentlich auch sehen können, dass wir hier langlaufen, oder? Er hat auch, den habe ich auch wahrscheinlich gerade in seiner Kaffeepause erwischt. Okay, da ist nochmal einer. Schauen wir nochmal, ob wir hier irgendwo... Okay, da oben. Entschuldigung. Da oben ist noch einer. Oh. Der kommt, der kommt, der kommt. Und da geht er. Ja, da haben sich diese 2000 Dollar oder was ich auch immer ausgegeben habe, dafür, dass da dieser Überraschungsangriff kommt, echt gelohnt. Should be in a building nearby. So, okay, da ist das Stromkabel, das wird also hier wahrscheinlich drin sein. So, ich nehme auch gerade mit. Und die Aktentasche mitnehmen. So, wunderbar. Und ihr seht also wirklich, man kann sich das Spiel hier extrem erleichtern, indem man das Geld für Informationen ausgibt. Man kann natürlich auch das Geld ausgeben für bessere Waffen, aber ich bevorzuge immer Intel. Generator's cut. Got it. I'll signal the choppers now. Can you get to their main computer beneath the camp? I think a way just opened up. Super.
Allerdings habe ich mich jetzt ein bisschen verraten, dadurch, dass ich jetzt hier den Generator abgeschaltet habe. Aber jetzt können wir das Drahtseil benutzen. Und der wird sich hier freuen. Also das Ganze mit dem Drahtseil habe ich noch nicht geblickt, wie das funktioniert. Irgendwie hätte ich da früher abspringen müssen oder so. Es ist, wie gesagt, auch schon ewig lang her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und es ist auch schon ein paar Wochen her, oder ja, seit ich da das Tutorial gespielt habe. Und leider komme ich nicht mehr zur Alpha-Protokoll-Basis so schnell zurück, als dass ich nochmal das Tutorial machen könnte. I'm in. Good. Now get to the servers and upload that data. You weren't kidding about the tunnels in this place. Got themselves a hell of a maze down here. Servers need power. Find power lines and work lights. Then follow them to the source. They need to find their way around as much as you do. Okay, wir warten jetzt einfach. Ich bleib beim Nahkampf. Das ist am effektivsten. Die schießen jetzt auch schon durch die Wände durch, oder wie? So, nehmen wir Schnellfeuer. Aber immerhin kein Alarm losgegangen. So, jetzt hier das Türschloss knacken. Okay, und wo sind wir jetzt? Hallo? Aha, eine Sporttasche mit Geld gefunden. Und eine verriegelte Tür geöffnet, die man nur von innen hätte öffnen können. Auch praktisch. Okay, da steht auch noch was. Dass die Terroristen immer ihr Geld an den unmöglichsten Orten verstecken müssen. Also die sollten... Habe ich gerade was gehört? Ah ne, das ist meine Fähigkeit, ist wieder freigeschaltet worden. Hallo? So, wenn gar nichts hilft, helfen immer die Fäuste. Bin damit auch irgendwie effektiver. So, wo muss ich eigentlich lang? Da lang, okay. Gucken wir nochmal hier, ob wir... Ah, hier bin ich hergekommen, okay. Laufen wir wieder da lang. Da bin ich auch hergekommen. Da geht's also nicht weiter. Hier habe ich schon mal angesprungen. Aber da ist eine Tür, wo ich noch nicht war. Gut, das ist dann. So, jetzt hier schnell. Gott sei Dank hatte ich da noch so ein Erste-Hilfe-Set dabei. So.
So, der stört auch nicht mehr. Und Heilung. So, ist hier noch irgendwas? Ah ja, hier. Geld und Alarm, aber das ist toll. Die Jungs haben noch keinen Alarm ausgelöst. Okay. Da ist irgendwas. Da steht hier oben. Looks like I found the old cells, mostly storage. If there's time, see if you can get inside. Was auch interessant war, ich habe ihn getötet, indem ich ihn ins Bein gestochen habe. Wahrscheinlich habe ich irgendeine Arterie getroffen oder so. Gut, wo geht's weiter? Also, wenn es geht, das wäre so ein Bonusziel, soll ich versuchen, hier reinzukommen. Und das werden wir natürlich machen. Aha, ein Bedienfeld überbrücken. Da haben wir die 1. Wo haben wir die 2? Die 2 haben wir hier. 3 da. 4 und... Nein, 5. Das war schon ein bisschen komplizierter. Dafür war es auch ein optionales Ziel. No sign of the missiles, though. Looks like this place has been cleaned out. Damn, guess that would have been too much to hope for. All right, get to the computer if you can. On it. Okay, und da haben wir weitere Informationen in dem Dossierkoffer freigeschaltet zu Halbech. Das ist auch nicht schlecht. Und das Türschloss hier noch. Geht's weiter? Hier lang. So, fast geschafft. Wir sind fast da. Noch. Oh, nicht zu früh freuen. Ich muss unbedingt die Pistole weiter skillen, damit ich auch ein bisschen weiter auf Distanz ziehen kann. So. Das war auch ganz schön knapp. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber immer erstmal alles absuchen, nicht dass ich irgendwelche Sachen übersehe. Wenn ich was übersehe, das könnte Gold wert sein. Also, immer die Sachen, die ich übersehe, könnten Gold wert sein, so rum. Nicht, dass ich, wenn ich was übersehe, wäre das Gold wert. Höchstens für euch, weil ihr sagt, haha, der Loser. Okay, da ist der Computer, den wir hacken können. Eine Brandbombe. Eine ferngezündete Mine. Und nochmal 100 XP und eine neue Stufe. Juhu. Darum uns